Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV. Heute haben wir für euch im Grabber-Test den Game Capture HD Pro von Roxio. Das hier ist die Verpackung, ich habe das schon ausgepackt, das ist also kein Unboxing. Deshalb brauchen wir die auch nicht weiter, da ist bloß die Software drin und eben das USB-Kabel, mit dem ihr den HD-Grabber mit dem PC verbinden könnt. USB 2.0 Anschluss. Das hier ist der Grabber, der Roxio Game Capture HD Pro. Es gibt noch eine ein bisschen kleinere und günstigere Variante ohne das HD Pro. So hier sähe der dann ungefähr aus. Und damit könnt ihr allerdings dann nur, also mit dem kleineren Grabber für 100 Euro, könnt ihr in SD aufnehmen, während ihr in HD spielt. Das hier ist die Pro-Variante, hier könnt ihr auch HD-Gameplay grabben. Das Signal kommt von dieser Seite hier, entweder via Komponente oder HDMI, wobei, wie immer wichtig ist, HDMI geht nur auf der Xbox, denn das PS3-Signal ist via HDCP verschlüsselt und deshalb müsst ihr eure PS3 via Komponente anschließen und daher mit der maximalen Aufnahmeauflösung von 1080i leben. Und das hier ist der Ausgang. Könnt ihr euch aussuchen, ob ihr es über Komponente ausspucken lassen wollt oder über HDMI. Das geht also auch mit der PS3. Ihr könnt also theoretisch mit dem Komponentenkabel der PS3 hier reingehen und hier drüben mit dem HDMI-Kabel wieder raus. Das Signal wird also konvertiert und ihr könnt dann über den HDMI-Kanal und Anschluss eures Fernsehers spielen. Und hier kommt das USB 2.0-Kabel dran. Das war es eigentlich schon. Es ist leider so, dass nichts weiter mitgeliefert wird. Also es kommt beim Roxio Game Capture HD Pro kommt nur das USB-Kabel mit. Komponenten bzw. HDMI-Kabel müssen nochmal separat erstanden werden. Außerdem gibt es natürlich die Software. Die zeige ich euch jetzt nicht im Live-Gebrauch, sage ich mal, weil das eigentlich nichts Spektakuläres und Individuelles ist. Ihr lest aber darüber jede Menge noch im Artikel. Macht das auf jeden Fall, denn da gibt es noch weitere Infos und die Positiv- und Negativ-Kritikpunkte. Und lasst mir Kommentare und Feedback da und bis dahin. Ciao!